warum wir das eigentlich machen oder warum wir der Meinung sind, um wirklich irgendeine Veränderung einmal hinzubekommen, muss man einfach die Bauwirtschaft verändern. Und da sollte man einfach mal davon abgehen, dass man alles mit Stahl und Beton baut, einfach zum nachhaltigen, ökologischen Bauen hingeht. Weil ich denke nicht, dass man mit, wenn man nur auf ein bisschen E-Autos setzen, denke, das wird einfach zu wenig sein. Also wir werden wirklich irgendwas einmal verändern wollen, um auch die Erderwärmung nach unten zu bringen. Ich denke, ist das Wichtigste, dass wir die Bauwirtschaft einmal verändern. Die Baubranche ist ja schlimmer, ein größerer CO2-Emittent als Flugverkehr und Verkehr zusammen. Weiß man nur irgendwie nicht so, ist nicht so verinnerlicht, aber da gibt es viel zu tun. Und tatsächlich ist so, weil die Zementherstellung liegt bei 6% des CO2-Anteils und der allein ist schon mehr als der Flug. Also und Beton zu ersetzen ist das Gebot der Stunde und da setzen sie natürlich ganz richtig auf richtige Material, nachwachsender Rohstoff. Auch in unserem Land möglich und immer vorausgesetzt natürlich nur so viel zu entnehmen, wie auch nachwächst. Also das muss auch das drin Nachhaltigkeit, sein in der Debatte, weil geht natürlich nicht, dass man unsere Wälder jetzt so abholzt. Das kommt bei mir immer, wenn ich so eine Debatte führe, als erste Reaktion, deswegen will ich das mal gleich nochmal abräumen. Ja. Also das muss gesetzt sein, aber eine kluge Waldwirtschaft, die auch dafür sorgt, dass eben der Wald nachwachsen kann, ist möglich. Und für die Bedürfnisse, die man eben im Baubereich hat. Ja. Also das ist die gute Botschaft. Ja. Und ich habe auch vorhin aufmerksam gehört, dass die Dachländer quasi hier auch zusammenarbeiten. Deutschland, Austria und die Schweiz, also Österreich. Und man soll es auch europäisch natürlich angehen. Deswegen ist es klug, dass sie das nur auf eine Karte setzen. Aber die Gewährleistung, dass der Rohstoff nachwächst, muss sein. Also das aber im Endeffekt ist ja das, unbedingt sagen. Das ist aber eigentlich schon immer so geregelt, dass ja wirklich dieses Nachhaltigkeits- oder diese kommt PFC. Da ja auch das Nachhaltigkeits- genau. Der Begriff, Und dann fragen Sie immer, wo soll das ganze Holz herkommen, um die Bauwirtschaft auch wirklich den Beton zu ersetzen mit Holz? Das Holz ist ja gar nicht da. Ja. Ich exportiere 80% nach Australien, nach USA, nach China. Wenn ich das ganze Holz hier da lassen würde in Deutschland, können wir alles in Holz bauen. Genau, und das wäre sogar ein politisches Ziel, was ich gerne auch sehe, dass sie nicht so viel exportieren müssten oder sollten, sondern dass man es im Lande dann nachfragt. Dann aber nur dann und die Nachfrage, also ich habe auch gute Botschaften, die Bayerische Bauordnung wurde ja geändert, dass also auch Gebäudeklassen 4 und 5, das sind die größeren Gebäude, bis hin zum mehrgeschossigen Hochhausbau, ist jetzt auch in Bayern im Holz möglich. Ja. Das war bis vor 2-3 Jahren noch eben nicht möglich, aber ist toll und es gibt wirklich in Wien und in anderen Städten Hamburg Hochhäuser mit 80 Meter Höhe und in Holz gebaut. Ja. Zwar oft noch Hybridformen, das ist aber immer noch, also der Anteil Holz größer und sehr erstrebenswert. Wir müssen von diesem Namen Modulbau müssen wir weg, weil wenn du zu mir sagst, wir bauen modular, dann sieht jeder diesen Container vor sich, wo dann alles gleich ist. Und im Endeffekt will ich ja nicht modular bauen, sondern ich will intelligent bauen, also ein intelligentes, konzeptionelles Baukonzept. Das heißt, du konfigurierst aus ganz vielen verschiedenen vorgefertigten Bauteilen die verschiedensten Gebäude zusammen. Das ist das, was wir eigentlich entwickeln wollen. Ich kann vielleicht noch auch anfügen, dieses Ortstypische. Also es kommt wirklich darauf an, wo baue ich. Und dann sollten wir erstmal analysieren, wie ist der vorhandene Kontext. Genau. Das kann die Kuvertur sein, also und aber auch das, die Proportionen oder irgendwas Individuelles, was es halt gibt. Und das ist ja das Schöne, in Bayern gibt es noch ablesbar eigene Baustile und die dann durchaus neu interpretieren. Ja. Also nicht jetzt alt bauen und wie es mal war, also das ist total geschehen. Aber man kann dann andocken an das, an die Historie und dann wird es automatisch vielfältig und interessant und könnte auch eine neue Generation dann ansprechen. Ja. So wäre der Plan, Und so wie ich Sie jetzt auch verstanden habe, also sind Sie ja Arbeitgeber auch für die Region und wollen auch, das hat auch Herr Sandner schon gesagt, auch die Leute wieder zurückholen, dass sie hier bleiben. Und dann ist so ein Gesamtkonzept natürlich toll. Ja. Ja. Aber mein, schon mal, also mich hat jetzt Ihr Unternehmergeist sehr beeindruckt, also in dem großen Stil. Boah, ich komme aber gerne auch mal in 3 Jahren wieder, wie es jetzt geht. Ja. Mal verfolgen, Ihr Engagement. Ja. Gibt es jetzt noch im Umkehrschluss etwas, was Sie uns mitgeben? Also Herr Landtag,
macht ja Gesetze, spricht Förderprogramme aus. Interessiert Sie das überhaupt, was wir so machen? Oder kommen Sie klar mit allem und machen Ihr eigenes Ding? Ja? Wir haben in der Zeit, wo es hat einmal zeitlang auch KfW-Förderungen gegeben, dann sind die Förderungen einfach mal ausgesetzt worden, dann wollte keiner mehr ein Haus kaufen und irgendwann habe ich gesagt, okay, du weißt ja nie, welche Gesetze demnächst beschlossen werden. Deswegen versuche ich schon einen Weg, wenn was beschlossen wird, ist gut für uns. Und wenn nicht, muss ich ja trotzdem mit meiner Firma weitermachen. Das heißt, ich verlasse mich jetzt nicht auf irgendwelche Förderprogramme, weil jede Förderung, wo eigentlich immer kommt, hat auch irgendwo einen negativen Haken, weil hat sich dann, was weiß ich, du förderst Pelletsheizungen mit 50%, dann baut jeder Pelletsheizung ein. Keiner denkt aber darüber nach, sind die ganzen Pellets überhaupt da. Und das ist immer ein bisschen das Problem an Förderprogrammen. Wo es natürlich wir oder wo wir gerade echt schwer zum Kämpfen haben, ist einfach das Fachpersonal für einen mehrgeschossigen Holzbau, also alles, was Statiker für Holzbau, also das ist gerade unsere große Herausforderung, weil natürlich die gesamte Bauwirtschaft auf Beton und Ziegel ausgelegt ist. Und wo bringst du die Fachkräfte her, die sich mit Holzbau beschäftigen, Entwicklung oder wenn du halt irgendwo dieses energieautarke Haus entwickelst, das machen wir halt alles auf unsere Kosten, weil wir auch nicht wissen, wir sind halt eine große Firma. Und dadurch fallen wir aus ganz vielen Förderprogrammen raus, auch wenn wir gerne entwickeln würden. Das zieht sich halt dann ein bisschen, weil wir müssen natürlich immer, wir können bloß das ausgeben, was wir auch verdienen. Aber wir wären auch schneller, wenn sowas mal unterstützt werden würde. Wo ich noch doch große Fragen habe, dieses internationale Export-Import. Und das ist ja doch auch CO2-aufwendig, also die Logistik. Das muss man ehrlicherweise sagen, dass das eigentlich schmerzhaft ist. Und die werden quasi mit Schiff, mit wie geht es dann weiter von Ihren Logistik? Ja, im Endeffekt ist ja das das logistische Konzept. Also du sendest, das wird in China irgendwas produziert, geht in den Container rein, geht nach Hamburg, fährt dann mit dem Zug runter. Also ich versuche alles, nichts auf der Straße zu lassen. Die letzten 20 Kilometer muss ich mit dem LKW fahren. Dann fährt der LKW ins Sägewerk, verleiht das Holz und geht den ganzen Weg wieder zurück. Also wir sind in dem, was wir machen, in der Logistik sehr nachhaltig unterwegs. Aber klar, naja, besser wäre es, wenn man das Holz gar nicht raustransportiert. Aber du hast einfach, wir produzieren 1,2, 1,3 Millionen Kubikmeter Schnittholz. Und das kann ich aktuell bei der Bauwirtschaft, wo wir grob machen, bringe ich die Mengen an Holz in Deutschland nicht unter. Also das schaffe ich einfach nicht so. Die Gebäude werden nicht gebaut, weil ich produzieren könnte. Also ja, wenn nur das muss ich sagen, das ist noch für uns Grüne schmerzhaft. Das kann man dann erst dann ändern, wenn die Holznachfrage genau wird. Ja. Also im Endeffekt stirbt der Transport des Holzes oder der Export stirbt, wenn das eigene Land das aufnehmen kann. Das wäre ganz einfach. Gemeinsames Ziel. Dann. Genau. So wäre ja, deswegen auch 17 eher wieder zurück an die Basis, weil ja, wenn es nicht jetzt ökologisch, aber auch, du bist ja, ich bin ja, dann ist ja Donald Trump gekommen, dann hat der, wo man alles verändert, dann sind Zölle gekommen. Für mich ist das ja auch kaufmännisch unkalkulierbar, was im Ausland passiert. Dann hast du wieder irgendeinen Krieg im Jemen, ich hänge ja an den ganzen Faktoren dran. Dann hast du Covid in China, dann schließen die wieder alles. Also du bist halt zu abhängig auch, deswegen würde ich gern aufs politisch stabilere Europa, Deutschland zurückgreifen und lieber da tätig sein, ist ja für mich kalkulierbarer. Der ganze Aufwand mit LKW, Bahnhof raus, rein, also es ist schon sehr arbeitsintensiv, wenn ich in Deutschland auch alles in Holz bauen könnte. Das wäre mir um einiges lieber. Ich versuche ja einmal den Wohnraum zu verbessern, verschönern, also wenn man sagt, hey cool, da kann man ökologischer wohnen, dann versuche ich natürlich kulturelle Ereignisse und Sport, erfolgreiche Sport in die Region zu bringen. Deswegen mache ich viel im Eishockey, um da wirklich dann, dass die Leute halt nicht mehr weg müssen von hier. Aber da bin ich halt, wenn ich ganz ehrlich bin, halt ziemlich alleine in der ganzen Region. Alle anderen Firmen sind irgendwann an, was weiß ich, eine ATU ist an einen Franzosen verkauft worden, die geben keine 5 Euro mehr für irgendeine Oberpfalz oder Oberfranken. Und wenn du halt ganz alleine bist, ist halt auch finanziell schon ein Aufwand, das alles alleine zu stemmen. Immer die Argumente, Brandschutz, das Holz ist gar nicht da, ihr zerstört den Wald und das ist ja alles, das stimmt ja nicht. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wenn ich mal den sauren Apfel beißen und mal einmal mit einem hochgehen und auch für das stehen, für das, wo ich Ihnen sage, dass ich stehe. Also, aber es ist natürlich ein langer Prozess. Ja. Und man könnte mit politischen Willen schon
auch mehr verändern. Also so ist es jetzt nicht. Also das ist schon immer eine Willenssache, ob man möchte oder nicht, oder ob man verweilen möchte oder weiter. Oder hätten wir eigentlich die richtige Regierung, damit sie mal was verändern könnte, oder? Genau, also mit uns. Also nicht zumindest immer an die Schwarzen.